wir sind nach dem Spiel in den Wipraum gegangen, haben dann ganz gemütlich noch was gegessen, haben zusammen noch ein Getränk getrunken und dann sind wir heimgefahren. Genau so war es, weil unsere Familien schon auf uns gewartet haben. Die Kinder waren auch noch da, deswegen, ich glaube, es war kurz nach Mitternacht, ist heimwärts gegangen. Das kann man, glaube ich, generell jetzt nicht so beantworten, sondern es ist ein permanenter Prozess, den er geht. Er versucht sich ständig weiterzuentwickeln, aber nicht nur im Bereich Fußball, sondern auch im Bereich Menschenführung und so weiter. Und es ist jetzt nicht zum Beantworten, er hat sich in dem Bereich am meisten weiterentwickelt, sondern das passiert bei ihm im Ganzen. Mir war lieber, wenn er nur ein bisschen ruhiger war heraus bei einem Spiel. Das nehme ich mir immer vor, aber es gelingt mir nicht ganz so, wie ich es haben möchte. Also da, glaube ich, habe ich noch das größte Potenzial auch. Ja, der Michi hat natürlich schon extrem viel mitgebracht als Trainer, sowohl vom Wissen her, wie auch wie er umgeht. Ich glaube, dass für ihn halt, der war vorher schon Assistenztrainer, war dann Cheftrainer, hat eigentlich alles gekannt und hat sich jetzt gar nicht mehr viel weiterentwickeln müssen, sondern wir haben uns halt einfach in die zwei Jahre nur besser eingespielt, weil wir da das erste Mal miteinander gearbeitet haben und ich glaube, dass wir ein gutes Doppel geben. Ja, an seine Karriere als Spieler wir beide waren sehr, sehr lange Zeit in Ried und haben dort gemeinsam sehr, sehr viel erlebt, sowohl Höhen als auch Tiefen. Und ja, es ist, glaube ich, von beiden ein Abschnitt vom Leben auch gewesen, der uns beide sehr mitprägt hat. Ja, ja, an die großen Erfolge, die wir gefeiert haben, Cupsiege, Europacup-Spiele. Ganz, ganz viele wunderbare, wunderschöne Zeiten. Ja. Ich glaube, der Michi denkt zuerst an seinen Stammtisch, wo sie sich jede Woche treffen. Und das ist fast nur mehr Zeit, wie was er dann als Spielerkarriere gehabt hat. Also wir haben sie ja vorher schon gekannt, nicht erst seit der Zeit aus Ried, sondern wir haben im Nachwuchs sehr oft auch gegeneinander gespielt. Und ich glaube, er hat sich immer gedacht, boah, der ist gut, weil wir haben die meiste Zeit gewonnen. Nein, ich denke, das ist ein lästiger Gegenspieler. Er war als gelaufen wie ein Duracell-Haserl, so eine richtige Kletten und ja, das hat ihn auch dann ausgezeichnet. Also das war eigentlich das, was ich mir gedacht habe. Und wir haben und eigentlich relativ schnell haben uns gut verstanden. Natürlich, wir sind beide so mit 18 dann in die Kampfmannschaft gekommen. Junge Burschen mit gleichen Interessen am Platz, aber auch sehr, sehr viele gleiche Interessen abseits vom Platz und deswegen habe ich da sehr schnell gemerkt, das ist einer, mit dem man sehr, sehr schnell gut Freund werden kann und so ist es auch gekommen. Dann. Was hat sich eher über dich gedacht, was glaubst du? Keine Ahnung, jetzt kommt der Ried auch zu uns und geriert, was wir die ganze Zeit geschlagen haben, was will denn der überhaupt da? Aber ich weiß nicht genau. Und, was hast du gedacht? Ja, so ähnlich, wie ich es gesagt habe. Verlieren. Ja, ist mir bis heute erhalten geblieben. Und was hat er nicht können als Fußballer? Ja, nein, ich darf es nicht sagen, aber er hat immer geglaubt, er ist eiskalt vor dem gegnerischen Tor, aber er hat dann einmal im Stani Czaczesow seinen Meister gefunden, weil der hat ihn ausgehorcht. Also er war nie kalt vor dem Tor, aber es hat auch nicht sein müssen. Stimmt, bin von der Mittellinie, glaube ich, alleine aufs Tor gelaufen. Sagt, er hat mir eine Ecke angeboten, ich habe geschaut, aber mir gedacht, hervorragend, der bietet mir sogar noch Säcker, schieß ihm dort hin. Und natürlich hat er nur auf das spekuliert und hat noch gefangen. Am liebsten hätte ich die Schaufel genommen und hätte mich im Stadion vergraben. Aber es ist jetzt Gott sei Dank schon so lange her, aber ich höre es jedes Jahr sicher 2 bis 3 Mal im Jahr wieder. Und ja, dass ich nicht der große Torjäger war, denke ich, das sieht man an der Statistik. Aber war nicht mehr aufgehoben, muss ich auch sagen. Ist ziemlich deckungsgleich, glaube ich. Also ich höre sehr, sehr, sehr breit, das, was halt gerade auch irgendwo in der Hitparade und so weiter ist, plus halt dann den einen oder anderen Partyschlager oder ich sage Ballermann-Hit. Und ich denke mal, wenn wir zusammen im Auto fahren und es wird eine klassische Musik rennen, er wird umschalten. Wir waren so oft miteinander im Urlaub, wir verbringen so viele Stunden miteinander im Auto. Da haben wir uns schon, da wissen wir, was wir brauchen, was wir wollen. Käsekreiner mit Kartoffelsalat. Da kennt er mich nicht. Mag ich zwar sehr gerne, wenn die Grüße so nahe geht, aber normal ist es ein Schnitzel. Ja, natürlich Nudeln. Der Michi ist ein großer Nudeltiger und immer das Teller angekupft voll. War ein Titel, weiß ich nicht, aber wir kriegen dann immer im Trainerteam immer so einen Schnelldurchlauf von dem, was er lässt. Es sind dann meistens irgendwelche Krimis mit
mit schrecklichem Ausgang oder wo man halt bis am Schluss nicht weiß, wie es dann ausgeht. Und da kriegen wir halt dann ab und zu einen kurzen Nachbericht, wie das Ganze abläuft, aber wie das genau geheißen hat, weiß ich nicht. Ja, ich lese eigentlich immer lauter so Thriller mit Serienmörder, weil mir gefällt auch die Psychologie dahinter und sind immer spannend. Also ich glaube, der Totenmacher von Cody McFadden habe ich gelesen, da habe ich gerade die letzten 3-4 Bücher von dem, weil das ist immer, wenn ich ein Auto habe, wo mir das gefällt, dann lese ich meistens so 3-4 Bücher, bis ich dann wieder auf einen anderen umschwenke. Aber die Thematik ist eigentlich immer gleich. Diese Jagd dann dahinter, wie so ein Putzelteil ins andere zusammenpasst, das dann auf einmal ein Bild ergibt und dann hat man, und Fußball ist auch so, wo viele Putzelteile zusammenpassen müssen, dass er ein rundes Bild dann daraus gibt. Zwar ganz eine andere Thematik, aber das ist eigentlich das, was mir gefällt an dem. Serienmörder, ja. Aber ab und zu beim Schiedsrichter denkt man sich dann, jetzt muss ich mich zurückhalten. Jetzt wieder vermehrt, weil ich gerade 800 Euro Strafe gekriegt habe und das würde ich viel, viel lieber für meine Kinder oder sogar würde ich das lieber spenden. Da gibt es Bedürftigere, die das brauchen, wie die Bundesliga. Weiß ich nicht, der Michi, glaube ich, ist kein so ein großer Leser. Wobei, ich bin auch kein großer Leser, also es ist nicht so, dass ich jede Woche ein Buch verschlinge, aber weiß ich nicht. Bin ich überfragt. Das ist nicht unser Hauptthema, wenn wir miteinander reden. Nein, ich habe schon ewig kein Buch nicht mehr gelesen, ich schaue mir das dann immer. Ich schaue mir dann die Filme immer. Puh, na, Lieblingsfilm, das kann ich jetzt nicht wirklich beantworten. Ganz leichte Kost, so Komödien kann ich herzhaft lachen, wo ich jetzt da mal, es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit mitspekulieren will und nur denken, sondern manchmal bin ich froh, wenn es hier ausschalten kann. Und dann sage ich mal, sehr, sehr leichte Kost. Aber ich glaube, 90% von meinem Fernsehprogramm ist eh Fußball. Also, ja, der Michi tut sehr, sehr viel so Dokumentationen anschauen im Discovery Channel, also sehr da, sehr, sehr wissbegierig und ja, ich glaube, das ist so die Hauptunterhaltung. Ich muss überlegen. Was? Ja, ich glaube, seit der Toni Polster bei Dancing Stars dabei war, weiß man ungefähr, wie geschmeidig Fußballer sind. Und ich glaube, wenn man uns zwei tanzen sieht, dann ist das fast nur mehr Steigerung zum Toni. Also sehr, sehr hüftsteif und alles andere wie elegant. Deswegen, ja, vielleicht zu ganz, ganz fortgeschrittener Stunde, wenn wir jetzt dann die Meisterschaft endgültig feiern, dann kann es einmal sein, aber sonst wollen wir das nicht am Tag hören. So weiter da, wie er bisher oder so weiterleben oder generell, wie er es bisher gemacht hat, weil ich denke, er ist mit dem sehr, sehr gut gefahren, er ist sehr, sehr bodenständig geblieben, er ist aber trotzdem sehr, sehr ehrgeizig ja, und es ist mit ihm sehr, sehr leicht ausgekommen, manchmal muss man halt dann auch wissen, wie man nehmen muss, aber das ist ganz normal und ich sag, es gibt für ihn immer so. Er hat halt immer den einen oder anderen Leitspruch. Ich sage, die Familie geht einmal über alles, das ist einmal das Erste. Und dann, wenn es da schlecht geht, dann lass das gut gehen. Und ich denke, da kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Und das lebt da auch, sondern, also ja, der zählt das nicht nur, sondern das lebt auch. Ich würde als Erstes, wenn beim Motorbootschein einmal auch nur mal nachschauen, dass es auch eine dritte und eine vierte gibt. Weil meistens ducken wir, weil wir leihen uns, also wenn wir miteinander im Urlaub sind, auch öfter ein Motorboot aus, weil der Michi einen Motorbootschein hat. Und dann ducken wir aus dem Hafen raus, wo man auch langsam fahren muss. Und dann, wenn wir auf offener See sind, ducken wir noch immer dahin. Also da übernehmen wir dann die Mitfahrer meistens den Steuerhebel, dass er auch weiß, dass es ein bisschen schneller geht. Er bremst uns selber. Und dann würde ich, wenn ich er war, dann würde ich auch mit der dritten, vierten und fünften Motorboot fahren. Mit Augenzwinkern natürlich. Ja, stimmt, ich bin der Gemütliche, der Cruiser und sie sind halt die Raser. Und sie schauen halt dann nicht immer ganz fit aus, jetzt lasse ich mir halt da eher ein bisschen Zeit, aber ja. Da muss er eher Geld zahlen und du nicht. Richtig. Genau.